Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar eine neue Verbotsliste ist gedroppt. Und ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht, denn wir haben ja bald eine YCS, ein YCS in Lyon. Und da muss ich sagen, habe ich gedacht, es kommt nach diesem Event eine neue Liste. Und ich wurde in drei Dingen gespoilert. Und zwar, dass auf der Liste vorne schon was ganz draufsteht. Denn ja, ich muss das natürlich in OBS hier öffnen und sehe ja schon zwei neue Sachen. Die erste habe ich gelesen, die zweite nicht. Dementsprechend, ja, mal gucken, was die zweite ist. Und die andere Sache, die ich gespoilert habe, und zwar, dass das Ganze nach Lyon gültig ist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und ich gucke noch nicht auf den New Part. Ihr seht es jetzt schon. Aber ja, sie ist aktiv ab 13.02. Und das ist eben nach Lyon. Bedeutet also, die Leute, die jetzt eben dafür getestet haben und sich eben darauf vorbereitet haben. Die können eben noch damit spielen, womit sie vorbereitet haben. Und jetzt eben dann, ja, danach ist ein neues Format. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das erste, was ich gelesen habe, ist Sense. Ja, Leute, und Sense, da brauche ich nichts sagen zu. Ich habe schon 100-mal gesagt in Streams oder ähnliches, die Sense ist eine Problemkarte an sich. Klar, es gibt zeitweise in der Meta Zeitpunkte, wo die Karte gar nicht so schlimm ist, weil sie einfach niemand spielt. Jedoch muss man einfach bedenken, dass die Karte eben einfach immer wieder da ist, weggeht, immer da ist und weggeht. Und die Karte ist einfach absolut bescheuert und ich bin froh, dass sie gebannt ist. Nächste Karte. Barrier Statue. Bam! Zwei Floodgate in ganzem Werk. Yes, I love it. Okay, I love it. Ist schon eine gute Liste. Nein, ist sie nicht. Was will ich? Ich will natürlich Hits für Tier-Elements. Vielleicht ein bisschen Sprite-Hits. Kashtira indirekt. Natürlich Flander. Flander, Barrier Statue gebannt. Das ist gut. Sense übrigens finde ich sehr interessant, denn eigentlich von der Theorie her, wenn Sense gehittet wird, liegt es eigentlich daran, weil wenn wir Tier, alles in der TC killen, was gerade Top-Tier ist, dann sind wir in der Meta zurück, wo eben Sense-Meta war. Und ich frage mich jetzt, ob das halt so ein Hit ist für die Zukunft allgemein oder ob die Angst haben, dass, weil sie alles gehittet haben, dass eben jetzt das gespielt wird. So, wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen weiter. Und ich bin gespannt. Okay, neu. Kid Koloss. Boom! Rein da! Kid Koloss ist gebannt. Sehr gut. Anfangen. Denn Leute, wir wissen, OCG, Ban Kid Koloss reicht nicht aus, um Tier-Elements zu töten. Es reicht überhaupt nicht aus. Die Shizu-Karten müssen angefasst werden. Aus meiner Sicht müssen alle Namen irgendwie gehittet werden, verboten werden oder eben auf 1 gehen. Ja, verboten geht schon nicht mehr. Okay, also dann zumindest auf 1 gehen. Ist dann so ein bisschen Dragon Ruler-Style, aber wir gucken mal. Kid Koloss, Hit ist gut. Vielleicht kommt noch mehr. Es muss mehr kommen. Also das reicht halt eben nicht, um Tier-Elements zu killen. Also Tier-Elements ist immer noch Top-Tier, selbst mit diesem Hit. Klar, ne? Nicht mehr so krass wie jetzt. Aber ich meine, jetzt ist auch ein krasses Level. Wir sind in der Tier-0-Format. Weiter geht's. Was haben wir hier? Sprite Elf. Band? Oh, okay. Sprite Elf Band. Interesting. Interesting, interesting. Jetzt schon? Echt? Also muss dazu sagen, also na klar, Sprite Elf, absolut gute Karte, sehr generisch, kann auch in vielen anderen Decks genutzt werden, wie in Tier Elements auch, natürlich, aber auch in Sprite himself, aber auch allgemein in allen möglichen anderen Decks. Und die Karte ist sehr, sehr gut, hat einen sehr guten Effekt, aber ich hätte nicht gedacht, dass man Elf hier direkt auf 0 packt. Ich hätte gedacht, dass hier Elf vielleicht auf 1 kommt. Klar, ne, kann man immer noch spielen und kann man immer noch Kombos machen, aber eben dann nicht als Follow-Up haben, falls man vielleicht wirklich in Sprite himself spielen möchte, hat man da eben nicht den Follow-Up und dient halt quasi noch als Extender-Gods dazwischen. Aber Elf Band, okay, krass. Ist gut natürlich, allein den Protection-Effekt von Elf, also das Targeting-Protection, sehr gut, sehr gut. Krass. Ist ironisch. Die Liste hätte auch einfach vor, ich glaube, fast vor 5 Monaten kommen können, ne? Als Sprite und Tier-Elements beides Top-Tier war. So Hits, so, ja, Kid Koloss Band, Elf Band, let's go. Also, interessante Liste. Weiter geht's. Das mache ich so schnell, ne? Wollen wir langsamer machen. Langsamer. Und er wird noch schneller. Okay, das war's schon. An Bands. War's schon. Wir haben 1, 2, 4 Bands. Es ist ironisch. Also, Sense, wie gesagt, hätte schon vor Jahren gebannt werden müssen. Die Karte muss weg. Windstatue auch schon viel früher weg. Aber ist okay. Da hatte man einen kleinen Counterpart gegen Tier-Elements. Ist okay. Kid Koloss muss, wie gesagt, Tier-Elements muss mal gehittet werden. Und Elf unerwartet, aber nehmen wir einfach mal mit. Ne? So, jetzt geht's weiter. Jetzt wird spannend. Mehr Hits gegen Tier. Wir müssen mehr Hits gegen Tier haben. Und haben wir Hits gegen Sprite, außer Elf? Was haben wir hier? Exodia ist immer noch da. Happy Birthday. Neu. Agido. Der erste Reinleger. Okay, let's go, weiter.
Reicht doch nicht. Reicht doch nicht. Das OCG hat noch viel mehr Hits. Okay, da. Kelbe, Keldo. Ja, sie haben es gemacht. Sie haben alle gehittet. Sie haben alle gehittet, ne? Mudor. Ja, yeah, Mann. Alle gehittet auf 1. Genauso, wie ich gesagt habe. Genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Ja, Mann. Nice. Gefällt mir, ja. Ja, muss sein. Muss das mal jetzt sagen. Denn folgendes: Tier-Elements ist ein absolut brokenes Deck an sich. Jedoch, das, was das Deck unfair werden lässt, sind die Ishizu-Karten. Die Ishizu-Karten sind ein absolutes Problem. Denn jedes Deck, was man in den Friedhof arbeitet, ist quasi vorbei. Nicht nur, dass wir Bestials haben, nein, wir haben einfach die Zurückschaffler. Was willst du dagegen tun? Ist absolut broken. Dementsprechend muss dann Hit her. Und genauso, wenn man eben jetzt zum Beispiel Kid Kalos eben bannt, aber trotzdem eben noch die Miller zur Verfügung hat und alle dreimal, also es wären dann 6 Miller mal 5, also zweimal in einen Zug dann für dich. Aber ja, das reicht halt nicht. Es muss halt mehr passieren. Jetzt, man kann immer noch Tier-Elements spielen. Wie gesagt, Leute, Tier-Elements ist echt schwer tot zu kriegen. Du kannst immer noch Tier-Elements spielen, jedoch ohne Kid Kalos. Heißt, dein bester Extender und beste Search-Card ist mit weg. Fair, wie gesagt, das Deck ist zu stark. Dann aber, mit deinen Mills kannst du immer noch treffen. Du kannst immer noch Mill 5 treffen, du kannst immer noch zurückschaffeln treffen, was absolut gut ist. Aber das Ganze eben auch nicht mehr so lange und auch nicht so viele Ressourcen. Oft war es mal so, du millst einfach 2, zum Beispiel hier, ihr millt 2 Motoren, denkt euch, ja, lohnt sich jetzt schon was zurückschaffeln? Ach, ganz ehrlich, ich hab 2, mache ich einfach so. Kannst du halt machen so. Jetzt, du musst dir es ganz genau überlegen, wann willst du ihn einnutzen. Super, super gut. Super gut. Oh, da. Oh, oh. Da stand viel, viel zu viel. Da stand viel zu viel. Was haben wir? Was haben wir? Oh. Was? Oh, da kommt noch mehr. Okay. Hafen ist auf 1. Merli auf 1. Sharon auf 1. Oh. Okay. Tier-Elements anders gehittet. Okay. Jetzt können wir offiziell sagen, wir haben Tier-Elements mehr gehittet als im OCG. Im OCG wurde das Ganze nicht so krass angehittet. Harfness ist auf 2 im OCG. Rhinoheart ist auf 1. Die beiden sind noch auf 3. Jetzt haben wir alle 3 auf 3. Und die haben halt, wie gesagt, die haben nur Agido auf 1 und Keldo und Mudaro auf 1. Ja, das heißt, wir haben mehr Hits als im OCG. Das ist interessant. Das heißt, wir sind OCG voraus. OCG hat nämlich noch ein halbes Jahr länger gebraucht, um überhaupt so viel zu hitten. Krass. Sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt muss man überlegen. Ist Tier-Elements... Ja, doch. Tier-Elements ist immer noch stark. Aber jetzt die Frage. Sprited? Kashtira? Okay, da muss was kommen, weil sonst wird das natürlich abgelöst von den Decks. Okay, weiter. Okay, was haben wir? Antiker Feendrache. Da, ihr kleinen Füchse. Reprint, antiker Feendrache ist offiziell angekündigt worden. Ja, Erratum kommt, war klar. Feendrache hat ein Erratum bekommen. Ist hard once per turn. Yes, sehr gut. Zusätzlich musst du eine unterschiedliche Feedspiel aus dem Deck adden. Klar, fürs 100 Deck ist das komplett egal, aber es sind nette Einschränkungen. Und dann kann Feendrache auch zurück. Vollkommen okay. Let's go. Können wir gerne machen. Genau, war verboten. Klar, war verboten. Können zurück. Kann man machen, ne? Wie gesagt, ist Erratum, ist okay. Übrigens, mit den Erratum, ne? Feendrache ist nicht spielbar, ne? Feendrache ist immer noch spielbar. Also, von daher, ist gut. Gerade vielleicht zum Beispiel in Dragonlink oder so oder ähnliches. Engage immer noch auf 1. das ist gut. Ich mag zwar. Was? Warum packt man die nicht auf 3? Nö, also auf 3 ist schon unfair die Karte, ne? Warum? Was haben sie euch getan? Okay, wir sind bei halblimitieren, Leute, ne? Ihr wisst, was das heißt. Kein Hit für Sprite, kein Hit für Kastira. Das ist interessant. Oh, die Meter wird crazy. Warte mal. Okay, Kastira, Top Deck. Sprite, immer noch Top Deck. Beides Decks, die Shifter spielen können. Das heißt, Shifter zu spielen, lohnt sich gar nicht mehr so. Weil, wie gesagt, Sprite kann selber Shifter spielen. Gab es diverse Listen, die auch Shifter Main gespielt haben, etc. Und ja, ne, Kashtira kann Shifter selber spielen und hat natürlich auch einen Makrokosmos himself. Dementsprechend hat man natürlich da Optionen. Interessant, krass. Ja, Sprite ist wieder natürlich ein Top-Deck, ne? Brauche ich drüber reden. Sprite ist wieder ein Top-Deck. So, weiter geht's. Wir werden auch mal jetzt auf 3 haben, oder? Irgendwas auf 3. Distrudo? War auf 1, geht auf 3.
Ja, können wir machen, ist kein Problem. Jet-Synchron, ach komm, wir machen einfach alle. Jet-Synchron, ja, kann man machen. Orion, kann man machen, war halt ein Needle-Fiber-Opfer. Servant of Endymion auf 3. Okay. Ja, doch, ne, Pendel, klar, ne, solange. Electromite, True King, Disaster? Ach, ja, okay, war auf 1, geht auf 3. Ja, ne, ich meine, das sind halt so Karten, die an sich nicht schlecht sind, ne, auf keinen Fall, aber die man halt spielen kann. Yatta Gerasa auf 3, kann man machen. Und Spiral Resort ebenfalls auf 3, nett. Ja, sind wie gesagt alles Karten, die durchaus gut sind, ne? Also nicht falsch verstehen, die Karten. Na gut, Yatta Gerasa ist vielleicht die Ausnahme, wo man sagen kann, ah, die Karte ist vielleicht nicht so gut. Aber Distrudo, guter Extender. Jet Synchron, auch guter Extender. Mechamolion, wie gesagt, theoretisch, ne? Aber Needlefiber noch Ruhe dann. Endymion, wie gesagt, ne? Pendel freut sich natürlich, aber ja, Electromite, ne? Hm. True King, ja, ist okay, ne? War auf 1, ja, keine gespielt. Und Spiral Resort, ja, Spiral freut sich. Ist natürlich auch gerade aufgrund der Meta nicht so interessant. Okay, das war's dann auch. Ich würde sagen, warum Sense? Krass, wir haben Sprite, wir haben Kashtira. Das sind auf jeden Fall offensichtlich erstmal die zwei besten Decks. Definitiv. Wir haben nämlich Flandery skittet und wir haben Tier Elements skittet. Tier Elements ist immer noch wayable. Ist die Frage, welchen Weg man da findet und wie man spielt. Der Vorteil ist nämlich wirklich folgender. Es wird nämlich genau das eintreten, was wiederum die Ishizukan extrem stark macht. Und zwar, of course, würde jetzt jeder sagen, was ist das beste Deck? Kashtira und eben Sprite. Das sind die zwei besten Decks. Jetzt erstmal so aus dem Kopf raus, ne? Aber Tier Elements ist immer noch spielbar und viele werden Tier Elements jetzt natürlich selber nicht mehr spielen. Wenn du jedoch selber Tier Elements spielst, kannst du einfach blind sagen, Kelbeck Mill 5, Agido Mill 5, kannst du einfach reingehen, ne? Kannst du einfach reingehen, weil warum auch nicht, der Gegner wird wahrscheinlich nicht Tier Elements spielen, weil Tier Elements eben nicht so viele spielen. Finde ich nice, finde ich gut. An sich, Liste finde ich gut. Wir werden ein Shift sehen. Wir werden einen Shift in der Meta sehen, weil Tier Elements die High Positioning verliert. Flander verliert natürlich ihre High Position. Flander ist auch nicht tot. Master Duel hat gezeigt, man kann Flanderies immer noch spielen, auch ohne Windbarriere-Statue. Dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall okay. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich meine, klar, ne? Aktuell ist Sprite und Kashtira nicht das Problem, weil natürlich alles von Tier Elements überschattet wurde. Von daher kann man sagen, okay, wir hitten das nicht. Klar, der Elf ist ein kleines Hit natürlich auf jeden Fall auch gegen Sprite, muss man natürlich sagen. Aber es gibt auch Sprite-Boards, wo du halt eben den Elf gar nicht gebraucht hast. Aber okay, ist natürlich ein Hit, ne? Darf man nicht ganz vernachlässigen. Aber dann, ja, ey, wir haben eine neue Meta, gefällt mir. Eine gute Liste. Sense, das ist sowas von Zeit. Ja, Flannerys mit Statue ist auch endlich weg. Muss auch Kashtira hätte theoretisch auch die Barrier-Statue spielen können. Ist okay, finde ich super. Zwei Problemkarten weg, die auf jeden Fall weg sein müssen. Genauso wie Protoss. Bleib bloß weg, ey. Bleib bloß weg. Also wirklich, ey. Also die drei Karten einfach. Unglaublich schlimme Karten. Ja, zu Recht halt auf der Verbotsliste. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Vor allem, ich mag Sprite. Ich habe jetzt aber Tier Elements gespielt. Of course, das beste Deck. Ja, Sprite jetzt maybe. Mal sehen. Oder Kashtira doch. Oder? Es wird interessant, es wird interessant. Und das ist das, was wir wollen. Viele, also ganz ehrlich, ne? Die Liste, es war immer so, ja, ey, komm, wir wollen eine neue Verbotsliste. Und ja, man wird eh nicht so viel gegen Tier Elements machen. OCG hat man gesehen, aber die Hits sind nicht so krass. Die Hits sind hier doch krasser sogar. Und man wird ein Shift haben, man wird eine Veränderung haben, man wird eventuell eine neue Meta haben. Man wird auf jeden Fall eine neue Meta haben. Finde ich gut. Veränderungen sind gut. Man hat wieder frischen Wind, macht Spaß. Photon Hypernova, noch interessanter jetzt natürlich dadurch. Sehr geil, sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Also, guten Job gemacht, finde ich. Und wenn man dann eben sieht, dass ein Deck übernimmt, das Sprite top dominiert, Kashtira komplett dominiert, kann man da auch hitten einfach. Let's go. Aber ich meine, Kashtira hat noch seine Zeit vor sich. Dementsprechend ist das fair enough, dass die halt nicht angetouched wären. Sprite hat den indirekten, den Hit halt durch 11. Ist okay. Deck ist halt noch gar nicht tot. Und Tier Elements selber ist auch nicht tot, nur halt sehr eingeschränkt. Man muss halt einen Weg finden, wie man das Ganze spielen kann. Man muss aber auch bedenken, dass natürlich Tier Elements jetzt auch ein neues Tier Elements Monster bekommen hat, was eben Searchbar ist. Und wir haben noch 3 Field Spells, was auch nice ist. Das heißt, ja, ist natürlich nicht so wie vorher, aber es ist eben noch spielbar. Ja, nice, gefällt mir. Und eben ist auch ganz nett, dass eben das Ganze nach Lyon ist. Man muss jedoch leider sagen, dass die YCS da dementsprechend natürlich relativ langweilig wird, weil natürlich das ein einziges Format ist. Hypernova ist dann schon erlaubt,
Man hat alles noch Full Power. Man wird dann sehen wahrscheinlich, dass Tier Elements immer noch mit das beste Deck ist, trotz Kashira in der Meta. Ja, und dann werden wir das Deck eben, werden wir den Platz verlieren sehen, weil wir eben so viele Hits haben. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Ich bin super zufrieden mit der Liste. Schreibt es mal euch in die Kommentare. Wie zufrieden seid ihr mit der Liste? Fehlt euch was? Man hätte vielleicht noch was machen können, aber ganz ehrlich, ist vollkommen okay. Wir haben Karten zurück. Wir haben sogar Sense gebannt. Wir haben Shato gebannt. Ich bin in erster Linie jetzt erstmal, bin happy, gibt Veränderungen, das ist das, was ich wollte. Also mir ist jetzt letztendlich egal, was kommt, Hauptsache es kommt Veränderung. Und wenn, so wie letztes Mal, ja, wir haben Tier-Elements, wir hitten Herald. Krasse Veränderung in der Meta, man hat's gesehen. Man, es haben sogar noch welche diesen One-Off-Herald gespielt. Also ja, gar keine Veränderung gewesen, absolut bescheuert gewesen. Ja, jetzt hier aber richtig gemacht und dafür gründlich. Ja, gefällt mir. Ja, wie gesagt, unten in die Kommentare. Was wollt ihr noch verbannt sehen oder nicht? Aber es gibt ja noch mehr Listen und da kann man dementsprechend machen. Veränderungen gibt's und ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich wünsche euch damit dann viel Spaß mit dieser neuen Liste, viel Spaß beim Duellieren und dann natürlich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis